Cathay Pacific aus Hongkong ist ein riesiger Name in dem ganzen Business. Und die Fluggesellschaft machte ähnlich wie beispielsweise Singapore Airlines in den letzten Monaten damit auf sich aufmerksam, dass sie quasi aufgrund der aktuellen Krise ihren kompletten Flugbetrieb einstellen musste. Zeitweise zumindest. Jetzt liefert die Fluggesellschaft ein paar sehr interessante konkrete Zahlen und auch ein paar interessante Vorgehensweisen für die Zukunft, die auf einen drastischen Umbau der gesamten Airline-Gruppe hindeuten. Und das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an und damit viel Spaß. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Cathay Pacific ist eine recht große Fluggesellschaft, die, so lässt es ihre Flotte, bestehend ausschließlich aus Widebody-Flugzeugen vermuten, hauptsächlich auf der Langstrecke unterwegs ist. Oder eben aus ihrer Heimat heraus, aus Hongkong heraus, große wichtige Städte in China, Indonesien, Japan oder Korea anfliegt. Die Fluggesellschaft steuert dabei über 50 verschiedene Ziele auf 5 Kontinenten auf der ganzen Welt an und legt dabei ganz offensichtlich großen Wert auf ihre Business-Kundschaft. Zum Beispiel in einigen ihrer Boeing 777-300ER bzw. in einem Großteil ihrer Boeing 777-300ER, also in einem Flugzeug, das mit fast 74 Metern Länge zu den größten Passagierflugzeugen der Welt gehört, kriegt Cathay Pacific gerade mal 200 Economy-Class-Plätze unter. Bei der Bestuhlung, die vorher bei dieser Fluggesellschaft in diesen Flugzeugtypen zu finden war, da waren es sogar knapp 180 Economy-Class-Plätze. Und das ist für so ein großes Flugzeug tatsächlich nicht sonderlich viel. Da beginnt die Economy-Class erst am hinteren Ansatz der Tragfläche. Alles, was da vorkommt, sind irgendwelche Premium-Plätze. Da gibt es dann die Premium-Economy-Class, dann eine ziemlich große Business-Class mit hier 53 Sitzplätzen in der 777. Und davor gibt es dann auch noch 6 First-Class-Sitze. Alles ziemlich großzügig, modern, Business Class in 1-2-1-Bestuhlung. Das ist schon alles ziemlich cool. Sorgt aber eben auch dafür, dass in der 777-300 bei Cathay Pacific nur 294 Leute sitzen können. Im Vergleich dazu Emirates, die auch eine ziemlich großzügige First Class in der 777 verbaut haben, die kriegen nochmal knapp 60 Leute mehr in diesem Flugzeugtypen unter. Also es ist zwar nicht die einzige Version, in welcher Cathay Pacific mit der 777-300 unterwegs ist, aber es zeigt schon mal ganz gut, wo hier bei dieser Fluggesellschaft der Schwerpunkt liegt. Der Service wird als gut oder als sehr gut bezeichnet und wenn man da aus welchen Gründen auch immer irgendwas drauf gibt, dann kann man auch rausfinden, beim Skytrax Ranking gehört Cathay Pacific zu den wenigen 5-Star-Airlines dieser Welt. Neben den aktuell 66 großen Boeing 777 in der Flotte hat die Fluggesellschaft noch 40 Airbus A350, 13 davon in der Version 1000 und dazu kommen noch 25 Airbus A330-300. Das ist die Passagierflotte, die Passagierflugzeugflotte der Cathay Pacific, knapp 130 Flugzeuge und dazu kommen obendrauf nochmal 20 Cargo Boeing 747. Den Jumbo für Passagiere gibt es bei Cathay Pacific tatsächlich schon seit etwas mehr als 4 Jahren nicht mehr. Da hat man im Jahr 2016 die letzte Boeing 747-400 für Passagiere ausgeflottet. Und mit diesem kleinen, aber feinen Wissen über die Flotte der Cathay Pacific kriegt man sicherlich schon mal einen ersten Blick dafür, was das für eine Fluggesellschaft ist und was die eigentlich so macht. Und damit kriegt man wiederum dann einen müden Eindruck davon, inwiefern die Fluggesellschaft jetzt von der aktuellen Krise betroffen ist. Hauptsächlich Langstrecke, das alles von einem Drehkreuz aus zu ganz vielen Langstreckendestinationen überall auf der Welt mit einem ganz bewussten Fokus auf Businessreisende. Die Fluggesellschaft wirbt zum Beispiel ganz bewusst damit, dass man einige Strecken anbietet, die spätabends oder abends nach Arbeitsende in Hongkong starten und dann beispielsweise morgens pünktlich zum Arbeitsbeginn in Europa ankommen. Und das sind eben genau die Strecken, die von der aktuellen Krise extrem stark betroffen sind und bei denen es noch eine ganze Weile dauern wird, bis man sich da wieder auf einem Level von vor der Krise befindet. Dazu jetzt mal die aktuellen Zahlen. Cathay Pacific meldete in den letzten Monaten schon mehrfach, dass für kürzere Zeiträume die Passagieranzahl in ihren Flugzeugen um etwa 99% zurückgegangen ist. Was tatsächlich ganz einfach daran liegt, dass die Fluggesellschaft für einige Zeit mehr oder weniger komplett am Boden war. Für den letzten kompletten Monat, also für den Monat September, meldet Cathay Pacific zusammen mit ihrer 100%igen Tochtergesellschaft Cathay Dragon, auf die wir gleich noch einmal zu sprechen kommen, eine Passagieranzahl von unter 50.000 beförderten Leuten. Das sind gut 98% weniger Passagiere als im September 2019. Im Vergleich zum Gewinn von umgerechnet etwa 140 Millionen Euro für das erste Halbjahr des Jahres 2019, was tatsächlich aufgrund zunehmender Unruhen in Hongkong für Cathay Pacific kein wahnsinnig gutes Ergebnis ist,
musste die Fluggesellschaft jetzt für das erste Halbjahr des Jahres 2020, wobei die ersten Monate des Jahres ja eigentlich noch stark waren, einen Verlust von etwas mehr als 1 Milliarde Euro bekannt geben. Das ist schon eine ganze Menge und dabei wurde die Auslastung der Flugzeuge von Cathay Pacific für die ersten 6 Monate des Jahres aufgrund der ersten starken Monate noch mit knapp 67% angegeben. Das ist erst einmal natürlich ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu den Auslastungszahlen, die eine solche Fluggesellschaft normalerweise erzielen kann und auch normalerweise erzielen muss, damit sie mit ihren Flugzeugen gewinnbringend durch die Gegend fliegt. Aber jetzt für den letzten vollen Monat, für den Monat September, sieht das ja alles nochmal ein bisschen anders aus. Offiziell waren für diesen Zeitraum 37 von eben, wie gesagt, knapp 130 Passagierflugzeugen der Cathay Pacific aktiv. Und die waren auch nur offiziell aktiv, also wirklich viel geflogen ist man da nicht. Und bei diesen wenigen Flügen konnte man tatsächlich nur eine Auslastung von 24,9% erzielen. Also die wenigen Maschinen, die da geflogen sind, waren nur zu knapp einem Viertel ausgelastet. Und mit solchen Werten lässt sich natürlich nicht annähernd kostendeckend fliegen. Die Fluggesellschaft geht davon aus, den Winter über nur etwa 10% der ursprünglich mal geplanten Strecken anbieten zu können. Und für das gesamte Jahr 2021 geht man davon aus, unter 50% der eigentlich ansonsten geplanten Kapazitäten anbieten zu können. Das ist wirklich sehr überschaubar und eine so erwartbar langsame Erholung, dass es sich lohnt bzw. gar nicht wirklich anders möglich ist, als dass man das Unternehmen grundlegend umstrukturiert, umbaut und die Airlines im Konzern verkleinert. Gleichzeitig bekommt die Gruppe staatliche Unterstützung und hat bereits zum jetzigen Zeitpunkt Optionen gezogen, über die hierzulande beispielsweise bei einem Reisekonzern TUI noch nachgedacht wird. Cathay Pacific gibt dabei frische Aktien raus an den Staat Hongkong, welcher dann zu 6% an der Airline-Gruppe beteiligt ist. Dazu werden weitere frische Aktien an schon bestehende Aktionäre ausgegeben und obendrauf kommt noch ein staatlicher Kredit in Höhe von umgerechnet etwa 900 Millionen Euro. Das ist eine ganze Menge Geld, aber eben auch eine Vorgehensweise, welche die eigentlich ja schon belastete Aktie des Unternehmens weiter belastet. Nichtsdestotrotz schafft diese Vorgehensweise mehr oder weniger kurzfristig jetzt Barmittel in Höhe von 4,5 Milliarden Euro, ungefähr umgerechnet, mit denen Cathay Pacific jetzt erst einmal wieder arbeiten kann. Und trotzdem, mit dem grundlegenden Umbau der Fluggesellschaft bzw. mit dem grundlegenden Umbau der dahinterstehenden Airline-Gruppe werden hier erst einmal tausende Jobs wegfallen. Zur Cathay Airline Gruppe gehören aktuell noch eine weitere Cargo-Fluggesellschaft, welche wiederum zu einem Teil DHL gehört. Dazu dann noch die 26 Flugzeuge starke Hong Kong Express und die 38 Flugzeuge starke Cathay Dragon. Letztere wurde im Jahr 1985 als Hong Kong Dragon Airlines gegründet und befindet sich seit dem Jahr 1990 teilweise und seit dem Jahr 2006 voll und ganz im Besitz der Cathay Pacific. Die Übernahme dieser chinesischen Fluggesellschaft erweiterte das Netzwerk der Cathay Pacific schlagartig um zahlreiche Ziele, hauptsächlich in China, wo Cathay Pacific aufgrund der Art und Weise, wie diese Fluggesellschaft aufgebaut ist, logischerweise noch nicht sehr stark vertreten war. Ab dem Jahr 2016 wurde die Fluggesellschaft in Cathay Dragon umbenannt und die Flugzeuge wurden neu ausgestattet und neu lackiert. Das ganze Auftreten der Airline wurde vielmehr an die Muttergesellschaft angepasst. Dabei wird bzw. wurde der gesamte Service, zum Beispiel eben in Form eines Vielfliegerprogramms oder auch die in den Flugzeugen verbaute Hardware, immer und immer mehr in Richtung Muttergesellschaft geschoben, immer und immer mehr an das Angebot der Cathay Pacific angeglichen. Es bleibt trotzdem bei Unterschieden. Cathay Dragon ist trotzdem angepasst für den Markt, den diese Fluggesellschaft bedient. Das sorgt eben dafür, dass es durchaus Unterschiede zwischen den beiden Fluggesellschaften geben muss. Cathay Dragon darf man dabei nicht als Low-Cost-Ableger von Cathay Pacific verstehen. Es ist aber eine viel weniger Hub- bzw. langstreckentaugliche Fluggesellschaft. Die Airline bewegte zuletzt 12 Airbus A320, 8 Airbus A321 und 18 Airbus A330-300. Damit eine reine Airbus-Flotte mit einem Durchschnittsalter von fast 15 Jahren. Die Flugzeuge der A320-Familie sollten jetzt im Zuge dieser ganzen Anpassung, im Zuge der Umgestaltung und so weiter, Stück für Stück durch 16 Airbus A321neo ersetzt werden. Zwei davon stehen zum aktuellen Zeitpunkt, zumindest weiß ich von zwei, also mindestens zwei fertige A321neo für Cathay Dragon stehen zum aktuellen Zeitpunkt in Hamburg-Finkenwerder. Daraus wird allerdings erst einmal nichts mehr, was Cathay Pacific am Mittwoch recht klar mitteilte. Die Fluggesellschaft wird in ihrem Konzern erst einmal etwa 8.500 Stellen abbauen. Davon fallen 5.900 Jobs mehr oder weniger direkt weg, 2.600
Freie oder jetzt bald frei werdende Stellen sollen erst einmal nicht wieder besetzt werden. Die hundertprozentige Tochtergesellschaft Cathay Dragon stellt dabei ihren Flugbetrieb komplett ein. Auch wenn Flüge zwischen Hongkong und China zum aktuellen Zeitpunkt möglich sind, kann Cathay Pacific mit ihrer Fluggesellschaft nicht wirklich von dem mittlerweile schon wieder recht erholten chinesischen Inlandsverkehr profitieren, noch sehen sie für die nahe Zukunft in diesem Marktsegment ein wirklich großes Potenzial, sodass das Schließen der Cathay Dragon wahrscheinlich die vergleichsweise einfachste Option ist, um sich jetzt kurzfristig von einer großen Anzahl an relativ alten Flugzeugen zu trennen und, so doof es klingt, um sich vergleichsweise einfach von einer großen Anzahl an Mitarbeitern zu trennen. Cathay Pacific wirft damit, ganz einfach gesagt und so doof es klingt, kurzfristig aber wahrscheinlich dadurch eben auch sehr effektiv einen großen Ballast ab und bereitet sich durch den Abbau von fast 25% ihrer Arbeitsplätze auf eine sehr langsame Erholung der Passagierzahlen vor. Das ist wirklich sehr spannend zu beobachten und eventuell schon mal so ein kleiner Vorgeschmack auf das, was hier eventuell alles noch so kommen könnte. In diesem Sinne soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Infos für euch mit dabei. Und dann freue ich mich sehr auf eure Meinung zu dem Thema, auf eure Kommentare zu dem Thema. Dann lasst es euch gut gehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns hoffentlich bald bei einem neuen Video wieder. Vielen Dank für euren Support und tschüss.